Ja. gezeigt wird mit Andy Panther. Und es geht schon los hier vor Ort. Das heißt, man hört es wahrscheinlich bei mir im Hintergrund. Ich bin okay. Weg. Ich werde wahrscheinlich auch raus sein, wenn es okay wäre, weil ich würde es ganz gerne live anschauen. Ja, bis dann. Ciao. Okay. Ciao, ciao, ich bin dann auch gleich mal raus, ne? Jo, wir lassen den Kommentar mal alleine. Ciao, ciao. Genau. So, und was wir hier sehen, ist ein lustiger kleiner Funracer für den N64. Wie mir gerade schon vorher kurz gesagt wurde, ist das auf einem Werbegag von VW entstanden, dieses Spiel. Und ja, es ist ein Rennspiel aus dem Jahre 99 von, lustigerweise sogar EA, den Machern von Need for Speed und ja, allen anderen großen Rennspielen, was man bestimmt irgendwo kennt, also gefühlt allen anderen. Ja, die Kategorie, die wir machen, ist Bonusstücke und Max Points, also sozusagen ein 100%. Ein 100% Run. So, ich muss hier ein bisschen in meinen Notes scrollen. Es wird nicht die Weltrekordroute gerannt, sondern leicht eine andere, die für das für Marathon einfach ein bisschen einfacher und reset-sicher ist. Da dieses Spiel nämlich einen einzigen Glitch hat, Glitch, eine Mechanik, die in dem Spiel ab und an ein bisschen abused wird, und das ist ein Reset, also die Möglichkeit, sich auf die Strecke zu resetten. Kennen wir noch aus anderen Spielen, dass wenn man sich irgendwie verfahren hat, eine Taste drückt und dann wieder auf die Strecke gebracht wird. Ja. Und in dem Spiel kann man das ein kleines bisschen abusen, um den einen oder anderen, ja, um die eine oder andere Zeit zu sparen. Der Runner runnt die schwerste Kategorie von diesem Spiel. Wow. Wir haben gerade schon gesehen, er hat einen der Kisten verfehlt. Und ja, wir haben schon gesehen, dadurch, dass er die 100%-Route macht, also alle Kisten, musste er einen etwas längeren Weg fahren und einmal im Kreis fahren fast. RNG ist hier ziemlich hoch, da das Game manchmal ziemlich broken Physics hat, was ziemlich lustig werden kann. Ja. Wow, die Abkürzung habe ich... Okay, hier hat man jetzt diesen Reset-Abuse gesehen. Er hat sich einfach die Kiste geholt und sich instant auf die Strecke zurücksetzen lassen. Dementsprechend musste er dann auch nicht zurückfahren oder sonst irgendwas machen. So, wie ihr schon sehen, nimmt er den Polizei-Beetle, also den Polizeiwagen. Ist einfach das beste und schnellste Fahrzeug in diesem Spiel. Macht hier auch Sinn, dass die Polizei einen immer wieder kriegen kann. Ja. Genau. Und der gute Andy Panther runnt aber nicht nur das Spiel, mal ein kleines Fun Fact. Dann auch sowas wie N64. Mario Kart 64, mit Gott. Okay. So. Und wie ich eben schon angedeutet habe, Bonus-Circuit ist also die schwerste Meisterschaft mit allen Strecken. Das heißt, er fährt alle Strecken, die es gibt, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und Max Points heißt, wie gesagt, schon, dass er alle Kisten einmal anfahren muss. Andi ist Schweizer. Ah, Schweizer! Ja. Wenn das der Mercedes-Sponsor ist, ja genau. Die Punkte bringen ab einer gewissen Anzahl, dass man ein Continue wieder dazu kriegt. Oh. Das heißt, dass man dann, wenn man... gefailed hat, wieder einfach weitermachen kann. Mhm. 100 Punkte braucht man, um eine Arena, eine Strecke Multiplayer freizuschalten. Das heißt, in dem Spiel kann man auch sogar ein kleines bisschen was freischalten, was ich ganz, ganz nett finde, dafür, dass es eigentlich nur ein Werbegame mal darstellen sollte. Okay. Ja, stimmt. Ja. Zu dem Reset Warping, ich habe es eben schon angedeutet, wenn man nämlich die L-Taste drückt, wird man sofort wieder auf die Strecke zurück oder auf die Hauptstrecke zurückgesetzt. Und ja, dadurch kann man sich auch an einigen Stellen zu
der netten Warps einfach im Weg. Einmal haben wir es ja schon gesehen. Wir werden es auch das ein oder andere Mal sehen. Wir haben auch gleich die erste Strecke geschafft. Und ich finde diesen Kaugummi-Effekt der ganzen Fahrzeuge sehr, sehr schön. Ja. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Kaugummi-Effekt ist. Ein Kaugummi-Effekt nennt sich, wenn man eigentlich ziemlich weit vorne ist, dass einen das gegnerische Feld theoretisch nicht mehr kriegen kann und auf einmal sie wie von einer Tarantel gestochen einfach mal angeschossen kommen. Ist ja irgendein Sinn, dass das die Serie einen ausschaltet? Soweit ich weiß, nein. Also zumindest ist mir kein Sinn dahinter bekannt, außer wir sind die Polizei. Ja. Die Grafik ist besser als Need for Speed 2016. Das kann ich nicht beurteilen und werde ich auch nicht. Er benutzt durch den Reset immer am Start, damit er sich durch die anderen Autos durchklitschen kann, nenne ich es jetzt mal. Damit er einfach da nicht aneckt. Das würde nämlich Zeit kosten. Ah, okay, nice. Das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Das tue ich auch. Ja, 1, 2, 6. Wir haben insgesamt 6 Strecken. Wir sind jetzt in der zweiten Mount Mayhem. Die erste hieß Coventry Cove. Und Wow. Das war jetzt auch gerade sehr nice. Er hat einfach sich die... Oh, da hat er eine Kiste verpasst. Ja, er hat ja noch 2 Runden. Da ist es nicht so wild, wenn er in der ersten Runde eine verpasst. Aber finde ich ganz cool, dass er sich in einigen Stellen dann einfach die Strecke spart. Okay. Die Abkürzung ist auch schön, oder? Die Streckenänderung. Ich weiß nicht, ich habe eine Abkürzung, aber es ist super. Man hat hin und wieder mal, sieht man ja diese blauen Nitro-Kisten mit diesem N. Das ist eben da, damit er schneller fahren kann, aber... Ja. Weißt du, ob der das Nitro insgesamt direkt aktiviert wird oder ob man das steuern kann? Ich glaube, pro Kiste wird das, glaube ich, immer aktiviert. Ah, okay. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Es ist ja eigentlich schon so dunkel, dass ich beim Spielen, glaube ich, denken würde, ich würde out of bounds gehen. Ja, in einem Rennspiel. Da hinten sitzt ein Hahn. Wow. Stimmt. Wenn man auf die Webcam guckt, hinten rechts. Nice. Was ist das? Keine Ahnung. Hat eine Hahnmaske auf. Sich jetzt aus. Oh, what the fuck. Tiger sitzt 2 Plätze neben den Hahn. Ja, Tiger, wink mal. Und sag dem Hahn, er soll auch winken. Wir wollen, dass Tiger winkt. Und. Ich würde schon sagen. Ich finde das Game allgemein sehr, sehr angenehm. Ja. Also dafür, dass das eigentlich mal ein Werbegame sein sollte, ist das nice. Ja, hat er wieder den Reset benutzt. Okay, warum ist er... Warum hat er das gemacht? Jetzt ist er wieder Siebter. Es ist ja eigentlich... Warte mal. Erste wird oder nicht, die höchste ist ja... Ja, er hat gerade zu mich was gesagt, und zwar ist es eigentlich... Ziemlich egal, welche Position er mitten im Race hat, weil dieses Auto, was er hat, einfach so übertrieben ist, genau. Dass er einfach an den vorbeifährt. Das ist das most broken car in game. Genau, Auri. Ich sag mal, also, solange er alle Gegenstände einsammelt, ist ja trotzdem die 100%. Genau, er muss halt am Ende überall die Goldmedaille haben. Er hat jetzt noch eine Runde vor sich. Da hat er die Box wieder verfehlt, aber hat noch eine Runde. Ja, danach muss es auch klappen. Sonst muss er resetten. Nein, er würde nicht resetten, er würde einfach einen Checkpoint nehmen. Ah, okay.
Like, and if you do a jump in this game, you can either get a normal jump, an extremely high jump, or an extremely low jump. And genau, er hat gerade really gesagt, dass es mehrere Arten von Sprüngen gibt und man nicht wirklich timen kann. Genau, timen kann, welchen man kriegt. Suddenly head. What? It's really rare that this happens, so just call it marathon. Was war das denn jetzt? I always get head. Ja, dude. Huch! Was macht denn okay, jetzt muss er einmal zurückfahren, weil er eine Box verfehlt hat. Oh, aber das kostet Zeit. Ja, ist nicht so wild. Position 2. Suddenly head. Schön. Warte. Ah, genau, hier hat er jetzt einmal resettet, um sich langsamer zu machen, damit er die beiden Boxen einsammeln kann. Genau. Wenn er. Fun Fact. Aber es ist doch kein Fun Fact. Wenn er nämlich resettet, dann ist man langsam und kann man nämlich besser drehen. Genau, das ganze Momentum wird dann einmal resettet. Man wird im Prinzip wirklich einmal auf Strecke gestellt. It's more important for me to just show off the category. Ja, er sagt jetzt hier, er will diesen Run eigentlich erstmal nur zeigen und über die technischen Sachen, dass er einen Weltrekord machen will, also macht er sich jetzt hier keine Sorgen. Der gute Andy Panther ist übrigens der einzige Runner von dem Game, hat in beiden Kategorien den Weltrekord. Gebe ich mir auch eine Kategorie mit dem Namen Bonus Circuit, also nur die Bonus Circuits und die Maximalpunkte. You pretty much just hold A. Ja, und hier wird jetzt aber einmal alles gemacht. Oh, ja. Sorry, bei der anderen Kategorie gibt es noch einen Runner, also zwei Runner teilen sich das Leaderboard. Also Leute, wenn ihr einen Free World Record habt, schränkt euch an, hier wäre er. Naja, ja. Free wird er jetzt nicht sein, aber what the hell is this game? It's really interesting. Reduce the chance of random jumps happening. Of course, you can never reduce that chance. Diese Kisten, diese Positioning der Kisten ist super. Ja. Ist das Spiel so wie Mario Kart? Nein. Nee, nicht wie Mario ganz. Kart. Ich würde es eher bei Flat Out Air ansiedeln. Also es ist ein Fun Racer ohne Items. Also eher Richtung Flat Out oder Richtung den that's Early Need for Speed. Okay, Uri hat gerade im Chat gesagt, dass wenn er sich richtig erinnert hat, Narcissa, damals beim Routing sogar geholfen. Das ist natürlich okay. Cool, auch eine sehr sehenswerte Speedrunnerin, kann ich nur empfehlen. So shoutouts to the developers of this game and their physics engine. Okay, ich habe gerade gar nichts mehr gesehen, es ist eigentlich schon so duster und ich weiß nicht, ob es das Game ist oder ob es einfach die Gamma-Einstellung vom Stream sind. Wurde Mario Kart gerannt? Also generell werden die Mario Kart Spiele gerannt, ich weiß aber nicht, ob wir bei diesem Event Mario Kart haben, ich glaube nicht. With the message, this game is so much realistic and gave me one to buy GTA 5. Kappa. Happy speedruns, happy Frankazee. Blinding Tears. Das überlasse ich jetzt einfach mal dir, wie du das sehen möchtest. Also mich interessieren ihre Runs. Ja. Ist unter anderem eine sehr, sehr gute Zelda Speedrunnerin. Yeah, Nitros in this game can be slightly annoying because they have a random chance of. Okay, das war jetzt nice, und zwar hat er sich da einmal resettet, damit er unter die Brücke kommt. Das ist auch gut, dann spart er sich ein bisschen Strecke. Du bist vor mir, ich rufe schon mal. Also noch kurz im Level, das Level hier selber heißt Inferno Island. Und Tiger hat sich in den LG-Fernseher geglitscht, nice. Ja, das. Genau, die. Die Strecke heißt Inferno Island. Und ja. Wie die
Speedy-Häuser einfach mal keine Hitbox haben. Also, ja. Kurz ein bisschen On-Site-Info, die Tigon sich mit anbringt. Andy Panther, übrigens ist der Runner. Matze als Host. Babyhühnchen und Tiger und Aura schauen zu. Also im Prinzip, die, wie er genannt hat, sind alles deutschsprachige Runner. Und deutsche Sprache takes over ESA. Nice, finde ich super. Ja. Frage ist jetzt nur der mit dem Hähnchenkopf. Ist das jetzt Babyhühnchen? Es wäre zumindest lustig. Ja. Sehr lustig. Ich denke mal. Wird graphically glitch. Nice. Wie man schon sieht, die Strecken sind wirklich lang. Ja. Also er ist jetzt 4 Minuten 20 für diese Strecke und ist immer noch in der zweiten Runde. Since now I will just complete the level regularly, it's time to give some shoutouts. Ja, das Huhn ist Babyhühnchen. Nice. That meme. That meme. I like it. Game back in 2006 and developing all those. Wie gefällt euch das Spiel? Es macht auf jeden Fall Spaß anzuschauen. Ja. Und erinnert mich wirklich so an die ganz alten Need for Speed 1 und 2, Autobahnraser, irgendwo so da. Finde ich sehr, sehr nice, weil die Spiele haben mir damals auch sehr gefallen. Ja, langsam gehen wir auch. Da gab es gerade einen Shoutout für Narcissa Wright. Nice, sehr cool. Genau wie er Uri schon sagte, dass sie da auch mitgeholfen hat. Er hat gerade einige Runner, die beim Routing und so geholfen haben für die Time Trials, geschaut dort. Unter anderem, wie unser Uri schon angemerkt hat, auch Narcissa dabei. Okay, bis dann, NVS. Diese Checkpoint Warps sind einfach grandios. Das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Auf der Strecke gibt es Checkpoints. Und zum Beispiel, wenn er resettet, wenn er einen Checkpoint durchfahren hat, landet er direkt da wieder. Genau. Ich weiß aber nicht warum. Scheinbar, wenn er an bestimmten Stellen resettet, wird er zu einem anderen Checkpoint gewarpt. Und das kann ich mir leider nicht erklären, wie das genau funktioniert. Das ist ziemlich in-depth und in-game. Ja. Dann musste er einmal seinen Arm strecken, schön. BB, Tylo. Is it okay to read some donations? Yeah, perfect time. We have $3 from Album Core. He says it's super to see speedrunners from my location. Temple Community ist für größer als Nummer. Ah, okay. Okay. Das heißt, die Leute, die das als Time Trial spielen, als statt Bonus Circuit und Max Points, die haben eine etwas größere Community und dementsprechend ist dann natürlich auch viel mehr geholfen worden. Ja. Beim und der zieht da durch. Er sagt auch gerade, es war eine sehr schlechte Zeit auf diesem. Nee, er hat actually not a bad. Also. Achso, habe ich falsch verstanden gehabt, Entschuldigung. Kein Problem. Also, er scheint auch recht gut in der Zeit schon zu liegen. Mhm. So. Ich habe gesagt, wir sind jetzt bei Sunset Sands. Richtig, genau. Sunset Sands, also die Wüste mit dem schönen Sonnenuntergang. Und zwar kann er hier in der ersten Runde eine Rampe im Tempel aktivieren, um ein Backup zu haben, falls er eine dieser Kisten verfehlt. Das macht er natürlich als Backup für den Marathon. Normalerweise in einem Run würde man dies erst in Runde 3 machen. Siren with the right timing. Nesrual, die Kriterien für Speedrunner sind, sie sehen ein Spiel und möchten es tun. Ungefähr so viel.
Genau, hier hat er jetzt die Rampe aktiviert, deswegen hat er nämlich runtergebremst, damit er sie direkt in der ersten Runde aktivieren kann, damit er direkt ein Backup hat. Natural, das Spiel basiert auf einer Werbung von VW. Also Games, die man normalerweise als normaler Mensch nicht ernsthaft speedrunnen würde. Aber wo man dann, wenn man beim Marathon ist dabei und dann dachte, ja, das ist ja sehr lustig. Ja. Ein Fahrstuhl? What? What? Okay. What was... Was? Yo, ein Fahrstuhl in einem Racing Game. WTF? Das war gerade wirklich so, what? Sehr nice. Okay, yo. Jetzt hat dieses Spiel auch einen meiner What-Momente. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv, dass so ein Spiel das bei mir schafft. Und wirklich ein positives What? Ja. Die Mario-Rutsche. Sah auf dem ersten Blick zumindest wie eine Anlehnung aus. Würde ich VW zutrauen, ja. Skorpion? Doch, er ist mit... Er ist in beide Kategorien, es gibt zwei Kategorien. Einmal Bonus Circuit und einmal Bonus Circuit Max Points, was wir hier sehen, die Kategorie. Da hat er in beiden Kategorien die Weltrekord. Maybe be possible to find new stuff. Das ist auf jeden Fall. Auch die Grafik finde ich echt angenehm von dem Spiel. Mhm. Also kenne ich echt schlechteres bei neueren Games. Ja. Super Mario, alles mögliche Info. Ja. Genau. Danke, Aori. Okay, er ist gerade mit Absicht neben die Rampe gesprungen, um sich dann in den Tempel rein zu warpen. Damit hat er nämlich einmal den Trigger Point gekriegt und konnte sich dann rein warpen. Okay. Genau, danke auf jeden Fall Auri für die Info. Und zwar sagt er gerade, dass Anypanther so allgemein viele Racing Games runnt. Yep. Und ja, aktuell auch wirklich aktiv Beetle Adventure Racing runnt. So, und jetzt sind wir wieder in der zweiten Runde und uns gehen die Infos für die Runde aus. Es ist auch immer schön, ja. So Mitte zweite Runde haben wir zu der Strecke nichts mehr zu sagen, was natürlich praktisch ist. Ja. Was haltet ihr denn bisher von dem Spiel? Also ich finde es relativ interessant. Also hätte ich nicht gedacht. Dead Miss. Okay, er fährt jetzt ein einziges Mal zurück. Wie weit er zurück muss, das ist bitter, das ist richtig bitter. Da verliert er echt. Hey. NVS, nein, der rechte ist von dem Runner, bestimmter Kumpel, Freund, Familie, anderer Runner, der ihm beim Kommentar mit unterstützt und seelischen Beistand leistet. Und oder, wie man in anderen Runs gesehen hat, ziemlich lustig flamen kann. Die Engine fällt sich auf den Emulator leicht anders als auf der Originalkonsole. Okay. Okay. Uri, da kläre uns bitte auf. With the message, hello Golden Split, Russian Restream. Good luck everyone. 1-1. Da bin ich auf jeden Fall mal. Already first place again from Aked. That's how good this warp is. So,
Ja, in dieser Strecke haben wir dann auch nur noch zwei Strecken mit A 3 Runden. Das heißt, wir haben dann ungefähr noch jetzt 9,5 Runden vor uns. Jo. Und wie ihr schon gesehen habt, wir sind einmal komplett zurückgefahren. Und dieses Auto ist so broken, dass wir jetzt schon wieder Erster sind. Jo. Also dieses Auto ist, what the fuck? Es ist so broken. Jo. Das ist halt einfach das schnellste Auto in dem Spiel. Ja. Definitiv. Okay, nochmal eine Info von Ori, vielen Dank dafür. Und zwar, auf einem Emulator haben die Wagen eine etwas andere Geschwindigkeit und die Sprünge sind wesentlich mehr RNG. Okay. Und Polizei-OP, definitiv. Und versenkt das Auto noch im Wasser. Ist vor der Lulz? Ja. So wie die Polizei mit Dubai und Lamborghini. Stimmt. Yo. Nur hier mit Beatles, also New Beatles. Hier tut er sich wieder resetten, so dass er durch die Autos kommt und ja. Und jetzt fährt er wieder voran und damit natürlich. Oh, der hat das Auto zertrümmert, aber ich glaube nicht, dass das jetzt intended war. Nee, er wollte das eigentlich durchfahren. Sag doch gerade, dass es seine Route jetzt ein bisschen ändert. Okay. Das ist natürlich blöde. Ja. Okay, aber er sagt, es ist nicht schlimm, er hat halt nur ein bisschen Zeit verloren. Weil in dieser Abkürzung, die jetzt gefahren wäre, eh keine Boxen vorhanden sind. Ah, okay. Ja, dann. Und guten Hunger, Auri. Wow. Okay, ja, mache ich auch immer so. What? Becky, nicht nur du, ich dachte auch. Käfer, nur, ich dachte, Beetle nur, weil das Auto zu klein ist, aber okay. Ja, ich habe auch eher so damit gerechnet, dass wirklich Käfer auf kleinen Rennkarts sitzen. Also da war ich schon überrascht, als es dann hieß, ja, das ist ein Game von VW. Ja. Okay, sieht spaßig aus. Ja, ehrlich gesagt, ja, tut es. Jo. Also ich werde es auch mal selber anspielen später mal. Und für die Leute, die es eventuell noch nicht gemerkt haben, alle Fahrzeuge sind Beetles. Es gibt ja nur verschiedene Beetles. Ja. Weil ich ja sagte, der Polizeiwagen ist der schnellste. Aber es sind alles Beetle-Fahrzeuge. Jo. Oh, das ist natürlich bitter. Er wollte ein bisschen posen. Und wollte eine der Kisten im Sprung an der Kante aufsammeln, ist aber natürlich drüber gesprungen. Jo. Und die hat er auch gerade nicht erwischt. Ja, Doritos dort Burritos. Er konzentriert sich. Ja. Er konzentriert sich und irgendwie schon. Also er hat auch schon ein, zwei Mal was gesagt, das habe ich wohl mitgekriegt. Ja. Es gibt halt Leute, die nicht viel reden, daher. Lass ihn doch. Ja. Aber ich finde es schön, dass jede Strecke so, so ein paar Shortcuts hat, dass man die nicht irgendwie immer gleich fahren muss, sondern auch ein bisschen variieren kann. Ja. Okay, hier hat er jetzt einmal abgebremst, um hier reinzukommen, vernünftig. Wie viele Seitenräume dieses Spiel hat? Das What? Ist interesting. Das finde ich echt grandios. Ja, definitiv. Battle. Beetle, nicht Battle. Beetle. So unrealistic. So, ich mache mir jetzt einfach mal den Spaß. Falls ihr das Spiel wirklich haben möchtet für eure N64. Ey, what? Amazon hat's für 7 Euro. Also nicht wirklich viel und ich glaube, da macht man nicht wirklich viel falsch mit. Genau. Yeah, this game really was intended to promote the new Beetle. That was
knew at the time it came out in. Das Spiel kam übrigens 1999 raus. These are the drift mechanics he was talking about earlier. They keep speed in the turns. Genau, hier sehen wir jetzt einmal, wie das aussieht, wenn er eine Nitro-Box einsammelt. Einfach nur für Zeit ist Geld, also ein bisschen Zeit zu sparen. Genau, jetzt hier hat er jetzt die Box Kiste getroffen. Random. Yep. Nice. Perfect. Nitro! Juhu! Okay, ihr hört das wahrscheinlich nicht im German Stream, aber jedes Mal, wenn er eine Nitro-Box absammelt, gibt es immer so kleines Juhu! Finde ich super. Okay. Also, es ist also ein bisschen Side-Gimmicks gemacht. Now I have the perfect amount of points to enter left stream. Dass sich so ein Game überhaupt verkauft hat. Ja. Ich würde es halt wirklich bei Autobahnraser und bei Need for Speed 1 und irgendwo da einsortieren. Und das war damals halt auch der Shit. Das stimmt. Und Falco Salvador Cotarius, lange genug Routing und man kann sich ja auch mal Runs dazu angucken, aber wie ein Casual-Spieler das finden soll, kann ich dem nicht beantworten. Uff, also doch, bei Racing Games kann ich mir das sogar hier vorstellen, also bei dem hier zumindest, dass man so ab und an Casual einfach mal irgendwo abbiegt, bis man gegen eine Wand fährt. Also das habe ich in einigen Racing Games auch einfach mal gemacht, so ein bisschen rumfahren, weil Langeweile. Und also ja. Hier kann ich mir, also alles hätte ich wahrscheinlich auch nicht gefunden. Hier haben mir auch viele, viele Leute mitgeholfen. Ja. Aber dass dieses Spiel wirklich so viel hat, finde ich echt, echt gut. Für ein N64-Game. Man wirft endlich Bananenschale. Gar nicht. Okay. Warum man da jetzt runtergebremst hat, habe ich nicht ganz verstanden. Hm. Ich bin der Meinung, dass er nicht hochfliegt und eine Kiste misst. Hier gibt es keine Käfer in dem Spiel. Ome, guck mal ganz genau hin. Da hast du einen kleinen Käfer. Nice. Letzte Rennstrecke. Wicked Woods haben wir hier. Und Zeit endet natürlich obviously, wenn er die Ziellinie erreicht. I have a setup for this one. Das sind Sektkäfer, nicht Autokäfer. Ja. Die sind aus frame-technischen Gründen deaktiviert. Nehmen wir das jetzt mal. Ja. Oh, ja, genau, Doritos. Doritos Aussage finde ich auch gut. Die wurden einfach schon alle überfahren, weil so viele Spielspieler gespielt haben. Finde ich auch eine schöne Aussage. Genau. Also das hier wirkt ein bisschen wie so ein Gruselwald, finde ich. Das stimmt. Oh, das dann. So. Nee, doch nicht. Doch. Leicht zu hoch, okay. Das ist ja natürlich ein bisschen bitter, dass er zu schnell war. Er hat trotzdem die Kiste. Hätte aber natürlich wesentlich schneller haben können. Ja, das stimmt. Also einen Weltrekord werden wir nicht sehen. Er hat im Schnitt für eine Strecke etwas über 5 Minuten gebraucht, 6 Minuten. Und er hat jetzt noch 3. Ja. Die Strecke ist leider sehr, sehr dunkel. Was ein bisschen schade ist. Und zumindest im Stream sehr, sehr dunkel, was ein bisschen schade ist. Also die ja gerade in einer Reihe standen, ich glaube, die hätte ich wahrscheinlich versucht, eine Fullspeed zu nehmen, mir voll daneben gebrettert. Und da war ein Drache. Okay. Nice. Heilige. Macaroni. Er ist gerade ganz kurz an den Drachen vorbeigefahren. Ja, ja. Dragon Slayer. Okay, er wollte eigentlich oben lang fahren, dass er jetzt runtergefallen ist, war nicht geplant. Eine Frage, wurde mit dieser Werbung eigentlich wirklich mehr Autos für VW verkauft? Nicht, müssen wir gerne. Doritos?
es ist kein Gratisspiel. Täusch dich da nicht, das ist ein ganz normales Spiel für die N64. Was in der Entwicklung einfach nur von VW bezahlt wurde. Ja. Es ist aber trotzdem ein ganz normales Spiel. Genau. Ich gucke auch nochmal. Little Adventure Racing. I'm surprised I got this one in a marathon and missed some easier ones. Yeah, you had problems with that in practice earlier. Yeah, in practice this one gave me a lot of trouble and I developed somewhat of a setup here at ESA. I'll go to the Ghost House. Okay, es gibt in Australien eine Version, die nennt sich HSV Adventure Racing. Dort wurden die Beatles halt durch andere Autos, und zwar HSV Autos. Ich kenne die Marke jetzt leider nicht, aber finde ich einen sehr, sehr netten Fun Fact. Okay. NFS Porsche wurde auch von Porsche einen Auftrag gegeben, genau. Und sowas wird es auch sein, dass die das einfach einen Auftrag gegeben haben und dadurch einfach Werbefläche generiert haben. Genau. Aber genau das gleiche Prinzip ist das. Da wurde einfach ein bisschen die Entwicklung bezahlt und gut ist. Wir sind in der letzten Runde. Letzte Runde rum, Papa. Ich möchte mal ganz kurz Wikipedia zitieren. Ich zitiere hier jetzt wirklich. Ich möchte keine Diskussion lostreten, aber ich finde den Satz sehr witzig. Beetle Adventure Racing ist bis dato das letzte exklusive Rennspiel für EA für eine Nintendo-Konsole. Qualitativ ist es sogar im Gegensatz zu aktuellen Multiparty-Spielen hochwertig. Shots fired bei Wikipedia. Ja. Trotz großen Erfolges und vielen verkauften Exemplaren erschien kein Nachfolger. Schade. Ja. Genau, und es wird für die Virtual Console von Nintendo Time? Nice. 37 Minuten, also ein bisschen in dem Weltrekord. Und eine Sache habe ich noch. Für die Virtual Console von Nintendo wird es in naher Zukunft dieses Spiel auch geben. Aber da ist noch kein... Da ist noch nicht bekannt, wann es rauskommt. Und das wollte ich auch noch mal eben loswerden. Ja. Das war bietet Adventure Racing, genau. Sehr lustig. Hallo Ziff. Hallo Ziff. Hallo. Traue niemals Wikipedia. Nee, aber das ist lustig. Ja. Ja, das war interessant. Ja. Ich habe schon Schlechteres gesehen. Ja. Naja, aber Andy Panther weiß man, worauf man sie einlässt. Also der hat was auf dem Kasten. Da habe ich aber echt gedacht, dass es ein Meme-Game wird.